Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Family. Ja, wir haben schon wieder Dienstag, das Wetter sieht immer noch regnerisch aus, ja. Passt aber irgendwie zum ganzen Pattern von Bitcoin. Wo geht denn jetzt die Reise hin? Hat Wyckoff sich jetzt bestätigt? Ist jetzt Schluss? Geht es noch ein bisschen nach runter, bevor dann der neue Zyklus wieder Richtung neues All-Time-High startet? Wir werden alles sehen. Gleich nach dem Intro. Bis gleich. Tschüss. Ja, willkommen zurück zu unserem Content. Und jetzt ist endlich die spannende Phase eingetreten, so wie ich es gestern euch am Abend noch in der Telegram-Gruppe geschrieben habe. Wenn der untere Trendkanal des gigantosymmetrischen Dreiecks nicht halten wird, werden wir fallen und genau das ist passiert. Und wie wir es gewohnt sind, zieht Bitcoin alles mit nach unten. Und ich will euch etwas zeigen, was sehr, sehr wichtig ist, um es zu verstehen. Ja. Wir gehen hier, ich habe euch ja die Seite blockchaincenter.net schon mal gezeigt und hier gibt es jetzt zwei Sachen, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Das erste ist Bitcoin Rainbow Price Chart, also den Regenbogenchart. Der Regenbogenchart zeigt immer ein bisschen die Phase an, wo wir gerade stecken und wie wir uns eigentlich verhalten sollten. Weil viele fragen mich ja immer, ja, kaufst du jetzt nach, verkaufst du, würdest du, was auch immer, oder? Und hier ist eigentlich ein sehr, sehr guter Parameter. Ja, ich mache das vielleicht noch ein bisschen größer. Geht das? Ja, muss so machen. Doch, geht. So, ich empfehle euch, Folgendes zu tun. Ja. Ihr habt hier einen Regenbogen, ja, und hier oben habt ihr quasi so ein bisschen so die Skala, das Verhaltensmuster, ja, der Leute. Ja. Jetzt sind wir gerade so in einer Hodelphase. Ich persönlich habe da auch schon zugekauft. Hier würde es man jetzt eher sagen, in der grünen Zone. Also ab 30 runter bis 22.000, hier kann man ein bisschen zukaufen. Und dann in der blauen Zone, hier kann man dann sehr, sehr stark wieder einkaufen. Ja. Das auf jeden Fall, ich persönlich sage, wir sind jetzt in einer sehr, sehr spannenden Phase. Entweder bestätigen wir das Wyckoff-Pattern oder wir werden sogar noch ein bisschen weiterfahren. Das sehen wir nachher gleich mal im Chart, wie ich das empfinde. Ich persönlich sage auf jeden Fall, dass wir in einer Phase sind, wo es sehr, sehr spannend ist, einzukaufen. Was ich hier auch noch zeigen möchte, ist der ROI-Vergleich. Ja. Also der ROI-Vergleich bedeutet Return on Invest, das heißt, wenn ihr Geld ausgegeben habt in Produkt X vor zum Beispiel einem Jahr, drei Monaten, das kann man hier anschauen, dann seht ihr die zum Beispiel, wenn ihr die letzten drei Monate anschaut, hättet ihr vor drei Monaten Bitcoin gekauft, hättet ihr 40% Verlust, hättet ihr Ethereum gekauft, seid ihr bei 34% Gewinn. Ja, wenn man das natürlich aufs komplette System anschaut, wäre hier natürlich der Winner Ethereum und nicht Bitcoin. Aber, und hier kommt das große Aber, versteht das bitte nicht falsch. Ja, ich bin immer noch ein Bitcoin-Maximalist. Wieso? Weil Bitcoin in der Sache X einfach unantastbar ist. Ja. Es ist das sicherste Produkt, das es gibt. Es hat Nachhaltigkeit, es ist reguliert, das heißt, es gibt nicht mehr, man kann keine Inflation daraus machen, also es ist ein Schutz einer Inflation, es ist begrenzt und es ist noch lange nicht alles im Umlauf. Das sind so gewisse Punkte, die sind sehr, sehr wichtig und die müssen Sie natürlich verstehen. Hier geht es ja nur mal zu schauen, wo, ja, wenn ich jetzt irgendwie 100 Euro hier rein investiert hätte, hätte ich 73.000 von Anfang an natürlich und bei Bitcoin wären wir bei 10.000. Da muss man aber hier auch sagen, dass es hier nur bis zum 8.7.15 wäre. Hätte man Bitcoin mit 100 Dollar gekauft, ganz am Anfang, wäre hier absolut Bitcoin der Gewinner und nicht der Loser. Hier geht es einfach zurück bis zum ersten Startpunkt von Ethereum. So, also, das nur so zum Sagen, aber, wieso komme ich jetzt darauf? Wenn Ethereum fällt, fallen die anderen Projekte nicht. Fällt Bitcoin, fällt alles mit. Das ist das, was ich euch noch mitteilen wollte und das sehr, sehr wichtig ist. So,
Also, wenn man jetzt hier ein bisschen die Straße anschaut, die Straße ist so absolut rot, wie nur es geht, ja. Und wenn man jetzt im zweistelligen Bereich ist hier, dann, Leute, kann ich euch nur empfehlen, kauft da ein bisschen nach. Jetzt ist auch, ihr wisst, ich gebe euch nie Empfehlungen für Shitcoins oder Memecoins, whatever. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich möchte 50 Euro investieren oder 10 Euro, spielt ja keine Rolle, dann könnt ihr jetzt in Scheißcoins investieren, denn dann habt ihr vielleicht Glück, ja, dass da was rauskommt. Aber das ist keine Kaufempfehlung von mir. Ja. Ich sage einfach nur, was ihr tun könnt. Ja. Ich persönlich empfehle euch, konzentriert euch ein bisschen auf diese Projekte hier. Doge habe ich nur markiert, damit ich den Preis im Blickfeld habe. Das gleiche hier mit Shiba. Der Rest hier, das sind wirklich seriöse Projekte. USDT habe ich ebenfalls nur markiert, damit ich immer ein bisschen den Kurs auf meiner Seite habe. So, das mal auf jeden Fall mal hier dazu. Das ist auf jeden Fall wichtig. Liquidation schauen wir uns nachher an. Dann, ja, El Salvador. Unser Nayib Bukele hat hier schon die erste Werbetrommel gespielt. Ja, er will jetzt hier eigentlich schon Unternehmen reinholen, ja, weil er sagt hier auch, dass er die Unternehmen von Kapitalsteuer befreien wird, wenn man natürlich rein mit Bitcoin arbeitet. Also hier in dem Bitcoin von der Kapitalertragssteuer befreit wird. Ja, das wäre sicherlich ein sehr, sehr interessanter und spannender Schachzug. Ich denke aber, wenn ihr in Europa tätig seid, müsst ihr nicht so weit gehen. Da könnt ihr auch hier zu uns in die Schweiz kommen, zum Beispiel Kanton Zug ist ein Crypto Valley. Da könnt ihr gerne kommen, wenn euch das Ganze auch ein bisschen interessiert. Ich habe mal ein Interview gemacht mit dem Regierungsrat über Finanzen, über Bitcoin, wo ja auch die Bürger über Bitcoin und Ethereum die Steuern bezahlen können. Auch ein sehr interessantes Interview. Leider ist das Mikrofon von dem Gesprächspartner leider nicht ganz optimal, aber man versteht es und es ist sehr, sehr spannend. Einfach mal bei mir im Channel reinschauen. So, das ist auf jeden Fall ein mega cooles Ereignis. So, dann habe ich noch was anderes, was ich gerne noch mal ein bisschen Werbetrommel machen möchte, und es geht mir hierbei um unser Discord-Channel. Ja, wir haben ja einen Discord-Channel, hier wird ja auch vieles wieder gefragt. Wir haben hier verschiedene Kanäle, wir sind hier noch am Ausarbeiten. Binance, Bybit hier unten auch, über Memecoins, wo man reden kann, Pattern und so weiter und so fort. Der Grund dafür ist, dass mir sehr, sehr viele, nicht nur mir, auch meinen Crew, persönliche Nachrichten geschrieben wird von Einzelnen in der Gruppe der Telegram, die halt sagen, ja, es nimmt ein bisschen Überhand, ja, wenn man einen Tag nicht drauf schaut, über 1000 Nachrichten, und das kann ich nachvollziehen. Ja, die Euphorie ist groß hier im Kryptomarkt, dürft aber nicht vergessen, das Ziel ist, dass ihr bei mir lernt, Pattern zu lesen, Pattern zu erkennen, zu traden und nicht über Memecoins etc. zu diskutieren. Dafür haben wir eben den Discord-Channel eröffnet. Wir sind aber auch dran, dass wir da so eine Art Echo-Bot machen mit einer zweiten Telegram-Gruppe. Das heißt dann quasi, dass der allgemeine Chat hier gekoppelt wird an den Telegram-Chat, und dann habt ihr da auch ein bisschen Ruhe für die Leute, die kein Discord haben, können dann eben in diese Telegram-Gruppe gehen. Ja, das wird dann quasi in Gleichzeit oder Echtzeit wird das in beide Richtungen kommunizieren. So, ja, dann würde ich sagen, haben wir in die Liquidations rein. Die Liquidations sehen lustigerweise noch sehr, sehr ruhig aus. Ja, wenn wir das jetzt ganz anschauen, 10 Millionen, da sind wir uns ja wirklich viel, viel andere Zahlen gewöhnt. Auch bei Ethereum hat man mittlerweile ein bisschen die Finger weg. Man sieht aber, dass hier trotz allem ja noch einige Long sind. Und ich weiß, ja, ich weiß, viele andere YouTube-Kollegen von mir haben etwas anderes prophezeit. Die haben gesagt, wir brechen nach oben aus. Ich habe es euch gestern geschrieben, dass wir nach unten fallen werden. Und dazu stehe ich, und das hat auch genau wieder hingehauen. Wir werden nachher natürlich prüfen, ob das jetzt der Boden war oder ob wir da noch weiterfallen werden. Das sehen wir danach gleich. Wenn wir noch die Founding Rates kurz reinschauen,
Ja, Fundrates, oh, sehr, sehr spannend, um langsam long zu gehen. Hä? Wir kriegen Geld, ja, das heißt, wir haben zurzeit mehr Shorts als Longs, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt die, die auf Bybit traden. Ich empfehle für jeden Anfänger Bybit. Ich habe so viele Nachrichten, dass viele sich mit Binance verhätten und ich kann euch nicht auf beiden Plattformen supporten, das geht leider nicht. Ich habe einen Affiliate-Link, da könnt ihr raufklicken, da kriegt ihr noch einen Bonus, je nachdem wie das ihr einzahlt. Und dann habe ich euch auch bei mir in der Gruppe, meine Leute, die bei mir angehängt sind, wir traden plus minus 180 Bitcoins jeweils pro Monat, also das ist schon ein rechtes Volumen. Ihr könnt euch damit einbinden, ja, aber ich kann euch nicht auf Binance, auf Kraken und auf Bybit etc. supporten, das geht nicht. Ja. Ich trade mit euch auf Bybit, da kann ich es euch am einfachsten beibringen, da bin ich sicher, ich bin der offizielle Partner und gut ist. So, ja, Long Shorts, schauen wir uns das ganze Thema gleich mal an. Oh ja, Longs, immer noch ein bisschen stark vertreten bei Bitcoin, dennoch gibt es mehr Shorts zurzeit, ja, weil sonst wäre hier die Funding Rate sich da. Hier ist irgendein Fehler, weil Bybit ist das Minus, OKEx ist das Minus. Ja, wir sind überall ein bisschen im Minus, das heißt, viele, viele Leute sind Short. Da müsst ihr manchmal ein bisschen aufpassen. So, ich würde sagen, wir labern nicht lange herum. Wir gehen gleich in die Chartanalyse und ja, sehen uns gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja, willkommen zurück zu unserem Pattern, respektive zu unserer Chart-Analyse. Das ist jetzt noch lustig hier, wenn man mit dem iPad manchmal arbeitet und dann hier das Ganze am PC wieder, muss man immer wieder ein bisschen justieren, merke ich. Ich sende euch ja jeweils die Signale immer mit dem iPad am Abend, ja. Weil ich da keinen Bock habe, noch an dem PC zu sitzen. Aber wenn wir das hier jetzt Ganze mal anschauen, ja, wo stehen wir denn? Also ich habe gestern Nacht hier plus minus in diesem Bereich habe ich euch mitgeteilt, dass wir hier sehen werden, ob die untere Trendlinie hier halten wird. Dann wäre es in eine weitere Seitwärtskonsolidierung gegangen. Und ihr seht ja, hier unten am Datum, zu unterst in der Linie sind wir den 9. Juni, 18 Uhr. Also spätestens hier wäre ein Ausbruch stattgefunden. Ich habe euch aber am Wochenende schon gesagt, Samstag, glaube ich, in den nächsten 72 Stunden, da habe ich wieder mal recht gehabt. Das freut mich natürlich für ein klein bisschen für mein Ego. Ja, wir sind hier rausgebrochen, Leute. Das ist wirklich cool. Da habe ich Freude dran. Wir hatten hier eine Supportlinie. Da habe ich auch geschrieben, ob die reichen wird, werden wir sehen. Ich bin froh, dass es durchgebrochen ist. Auch hier das Triple Top Bottom hat sich nicht bestätigt. Das löschen wir jetzt auch hier weg. Das können wir dementsprechend auch hier jetzt wegnehmen. Der Grund dafür liegt eigentlich in der Vergangenheit. Weil wir hatten damals schon einen Button. Und das war also ein respektive Double Button. Deshalb konnte man das jetzt auch auslöschen. Ja, das war in der Vergangenheit so. Wir hatten hier das Top und wir hatten hier. Ja, also es war ein ganz klares Double. Ich kann natürlich mal einen Triple geben. Ja, hat es jetzt nicht gegeben, dann wäre natürlich mal ein Boost nach oben gekommen. Ja, das musste man auf jeden Fall im Auge behalten. Jetzt sieht man relativ stark. Also. Die Chance, dass wir hier runterfallen, ist jetzt gerade so ein bisschen ausgeglichen. Ich persönlich behaupte, wir fallen nochmal. Und zwar haben wir jetzt den Abverkauf gesehen. Es kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an. Achtung, es wird langsam, aber sicher morgen für Europa. Die Leute werden wach sehen. Oh, günstige Einkaufsmöglichkeit. Gehen rein. Und dann kann es jetzt sein, dass wir nochmal kurz nach oben gehen. Und dann wieder fallen werden. Das wird sich jetzt ein bisschen auskristallisieren. Ich denke aber spätestens wieder um 15:30 Uhr, wenn die Börsen aufgehen in den USA, werden wir trotz allem weiter fallen. Es kommt natürlich auch ein bisschen jetzt auf den Einfluss meiner YouTube-Freunden drauf an, wie sie jetzt ihre Prognosen rausgeben, welche Leute das denen folgen und viele werden dann dementsprechend mit
diesen Thesen natürlich ihr Kaufverhalten anpassen. Ja. Nur darf man nicht vergessen, selbst wenn wir eine Million haben wir ja nicht, aber wenn wir da jetzt irgendwie 200.000-300.000 Follower haben, wird das bei Bitcoin kein großes Gewicht geben. So, was ist jetzt für uns aber primär wichtig? Wenn wir ins Daily an sich gehen, dann haben wir ja schon immer wieder über das Wyckoff-Pattern gesprochen, und das Wyckoff-Pattern ist dementsprechend jetzt auch in einer Phase hier, wenn man es hier gut anschauen kann, ja, mit der Linie, wo es zum absoluten unteren Fall einläuten sollte. Ja. Also wenn man das jetzt hier anschaut, wenn ich jetzt hier die Ray anpasse, das wäre dann ungefähr in dieser Range, also hier wäre es eigentlich optimal, ja, hier sieht es sehr, sehr gut aus. Wieder ein bisschen nicht gerade. Ups, ich habe ein falsches Werkzeug erwischt. Hier die Ray. Warte ich jetzt, hier war es. Ja, ziemlich genau hier. Das ist sogar. Muss ein bisschen höher gehen. Also ich habe euch ja mal erklärt, wie man die Support- und Widerstandslinien einzeichnet. Und wenn man das jetzt ein bisschen von der Vergangenheit herkommt, würde ich das jetzt so plus minus einzeichnen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend, weil es kommt ja fast hin mit dem, was wir gerade hier hin haben. Ja. Also wenn jetzt dieser Support hier fällt, ja, wenn dieser Support fällt, haben wir ja hier nichts Größeres mehr, das uns weiterhin supporten kann. Man könnte sagen, ja, hier, aber das wäre zu schwammig, Leute. Das wäre echt zu schwammig. Dann wäre dann irgendwo hier nochmal ein Support, den zeichnen wir ebenfalls noch schnell ein. Ja, das wäre dann so in dem Bereich hier. Ich werde die Linie natürlich grün machen, ja, dass wir unser Verständnis immer noch haben. Grün, zack. Und nochmal grün. Zack. So, also beim Wyckoff-Pattern muss ich sagen, sind wir jetzt absolut drin. Da gibt es keine große Diskussion mehr. Wenn wir uns daraus erholen wollen, oder also der einzige Rettungsschirm, ja, aus dem Wyckoff heraus, wäre eigentlich hier bei der Fibonacci beim Null. Also hier haben wir, ihr seht es ja, das habe ich euch eingezeigt mit dem Double Button. Da ist es auch absolut empfehlenswert, die Trades zu gehen. Wer jetzt schon ein Trade geöffnet hat, hat hier und jetzt die Möglichkeit nachher, wenn wir das jetzt nochmal im 4-Stunden-Chart reingehen, dann können wir hier sehr, sehr gut uns behaupten. Ich würde jetzt die Supportlinie würde ich wahrscheinlich jetzt nicht als Einstieg nehmen. Wäre eine Möglichkeit, aber ich würde es jetzt so belassen. Ich würde wirklich erst bei 31.300 und bei 29.500 plus minus, da wäre gute Einstiegsmöglichkeiten für den Double Button. Double Buttons geben immer wieder bullische Volumen nach oben. Wenn diese nicht halten, also vor allem das unterste hier, wenn das unterste bei 29.800, ja, 29.500, 29.800, wenn das Pattern da nicht ausschlägt und wieder nach oben geht, dann werden wir fallen. Das ist die letzten Möglichkeiten, aus dem Wyckoff-Pattern noch auszubrechen. Wenn das nicht funktioniert, Leute, dann werden wir fallen und dann werden wir ganz, ganz klar hier nochmal Support bekommen bei 23.800 herum. Wenn das nicht reichen wird, werden wir definitiv auf die 19.000 runterbrettern, also da müssen wir unbedingt anschauen. Also wer jetzt die Trades öffnet, kleine Hebel nehmen, maximal X3, so dass ihr bis nach unten auf die 18.000 abgesichert seid, dass ihr safe seid, und dann wird der neue Zyklus beginnen. Dann wird es wieder nach oben gehen, da bin ich felsenfest davon überzeugt, absolut sicher. Wenn das dann nicht passieren würde, dann würden wir in einen Bärenmarkt gehen. Das ist immer wieder die Frage, wann kommt der Bärenmarkt? Der Bärenmarkt wird erst stattfinden, wenn das Wyckoff-Zyklus nicht schließt, sondern wenn er durchbrochen wird, weiter nach unten. Wenn wir Richtung 17.000, 16.000 fallen, dann ist meiner Meinung nach der Bärenmarkt angeschlagen und dann werden wir fallen. Dann wird es aber richtig fallen. Dann werden wir richtig, richtig fallen. Dann werden wir sogar unter 10.000 fallen. Aber dieses Szenario will ich jetzt überhaupt nicht besprechen. Ich will hier darüber reden. Wir haben hier ein sensationeller
Chart, den hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Meine Analysen waren sehr, sehr treffsicher. Und ich würde jetzt hier wirklich sagen, baut euch hier jetzt wirklich diese Rebuys auf, wer jetzt schon im Trade ist. Wer noch nicht ist, hier würde ich empfehlen, bereitet euch hierfür vor. Wenn ich mich natürlich täusche, denkt immer daran, ihr habt ja Bitcoins in eurem Asset. Wenn es auch oben geht, haben die automatisch mehr Wert. Ja, das gleiche ist dann eben auch mit den Altcoins. Da reden wir nachher beim zweiten Video darüber. Ich persönlich würde jetzt mal sagen, ich verabschiede mich hier und jetzt. Wir sehen euch und ich werde euch updaten in der Telegram-Gruppe, denn es ist und bleibt gerade spannend und ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Bis bald. Tschüss zusammen.